Begrüßung. Unser noch Schützenkönigin, Carola Schumann. Wir hören dreimal gut. Tschüss. Gut. Tschüss. Gut. Tschüss. Gut. Tschüss. Das ist ein Bombe hier gewesen. Mal sehen, müssen wir. Ja, kämpfen. Das ist ein Bombe so zahlreich erschienen seid. Ich bedanke mich für den musikalischen Einzug des Spielmannzuges beim Schützenverein für Salutschießende. Ich bin ganz dolle stolz, gerade zur 800-Jahr-Feier Schützenkönigin geworden zu sein. Es war eine tolle Woche voriges Jahr. Wir hatten einen tollen Tag des offenen Hofes bei uns. Ich möchte euch jetzt zu einem Frühstück einladen. Es gibt Suppe, Schnittchen, Fettbäm, Kaffee, Kuchen, überall verteilt. Ich möchte mich bei meiner Familie und bei unseren fleißigen Nachbarn und Freunden für die Hilfe bedanken. Wünsche uns einen wunderschönen Tag heute und einen guten Appetit. Tja, das wünscht euch die Carola von der Post. Danke. Könnt ihr euch bitte... wenn du uns dreimal fotografierst, Mensch. Thank you.
Rein, ne? Du hast völlig recht. Bei YouTube Armin Benecke. Großenheim. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Aber für uns auch ein Hannover ein, ne? Für Hannover. Das kannst du weltweit gucken. Weltweit? Weltweit. Ja, ja, bei YouTube Armin Benecke und dann passt das. Ja, wir wollen mal den Verein vorführen. Ne? Das kannst du. Was so ein Schönfeld los ist, ne? Ja. Bei euch ist es ja wieder anders, ne? Bei euch ist es wieder anders. Ja, sicher, das bleibt sich wieder ganz anders. Nico, halt mal hier drinnen. Aber ist auch schön hier, ne? Schon immer, ich komme her seit 91, 92. 92. Da war auch schon dreimal auf unserem Hof. Bei Schumann. Meine Schwiegertochter war schon zweimal Schützenkönigin. Jetzt ist der Oma geworden. Oma Post. Oma Post ist ja, 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 ja. Nee, also das war aber. Anfang war es immer schön. Ja. Da war bei den, so wie gestern Abend, da war auch noch Programm. Ja, das haben wir gemacht, der Heimatverein. Da gab's. Wir waren damals so überrascht, da haben sie noch die Sushos gemacht. Und war der Fahrer auch dabei? Mit einer Desusho? Also. Nee, bei uns hat damals auch der Pfarrer, der war ganz, also der ist jetzt nicht mehr so der Neuer. Der hat auch bei, da haben wir die Strohpuppen gemacht, ganz viel. Da hat der Pfarrer auch mitgemacht. Richtig. Halt der Stroh, das war zum 20. glaube ich. Zum 10. Heimatfest. Dann machen wir Rico zum 10. Wo hast du mit die Strohpuppen? Ne? Die Strohpuppen, ne? Die Zeigen kann man sehen, die Leute. Nee, und da haben wir die Strohpuppen gemacht und hat der Pfarrer auch mitgemacht. Der hat sogar einen Preis gekriegt. Ja, und hat wirklich schöne Strohpuppen. Der hat mich gerade schon beim Sägen gefunden.
hochgefahren, dann ja, scheiße. Kalaschnikow! Auf dem ersten Rest und gäbe es richtig Gas. Und dann kam die Bahn hoch und wollte nicht mehr runter. Kontrolliert nur. Unser Jugendschützenkönig Philipp Grabe. Ein Dreimal. Gut! Schuss! Gut! Schuss! Gut! Schuss! Wo sind meine Pfeifen? Die stehen wieder in der Ecke und schlafen. Das ist doch nicht normal. Das ist euer Chef, Tote. Ihr Pfeifen. Das ist Katastrophe, ist das eine. Ja, lange Weg, wo soll ich da geschadet haben oder was? Du musst in die Rede sein, Herr Borsch. Du nimmst dich in den Herrensalon, du herladen. Hochleg an. Halt in Ruhe. Geht. Hallo! Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich auf den schönen Tag heute. Nochmal danke an die fleißigen Helfer. Haut rein. Danke, Frau.
jetzt hier? Ey, komm her, Willi. Rein, rein, ja, rein, läuft. Ja, rein, Bruder. Aber nimm doch rein, Willi. Nö, mit dem nicht. Nö. Nutzen, meinen Dank auszusprechen für den Schützenverein Schönfeld, der uns bei unserem Sturmunfall, das Dach unserer Skisportanlage ist davon geflogen, so tatkräftig geholfen hat, diese ganzen Splitter, Nägel und was immer da rumgelegen hat, zu beräumen. Allein hätten wir das nicht geschafft.
wirklich noch einmal Dank an euch, Kameraden, dass ihr uns da geholfen habt. Auch der Schützenverein Ebersbach und die Freischützengesellschaft Großenhain haben uns ihre Unterstützung zugesagt und vermutlich werden wir die auch noch brauchen, weil wir ja das Dreiviertel die Dach noch offen haben und man hat uns schon zugesagt, dass sie uns helfen. Danke auch in dieser Weise. Dankeschön. So, Jens, das war meine Ansage als Vorsitzender des Schützenvereins Sachau. Nun spreche ich zu Ihnen als Kreisschützenmeister, der nun auch eine sehr schöne Aufgabe erfüllen darf. Und die ist die Ehrung von Schützen. Das ist eigentlich das Beste, was man so machen kann. Der Schützenverein Schönfeld hat in der letzten Zeit Kreismeisterschaften organisiert. Das wurde immer besser und das ist eine Menge Arbeit, so etwas zu machen. Und deshalb möchte ich als Kreisschützenmeister heute diejenigen ehren, die hier hauptsächlich und hauptverantwortlich tätig waren. Als erstes darf ich eine Urkunde überreichen an Manfred Schliebs. Er erhält die Ehrennadel in Silber des Schützenkreises Rödermulde. Manfred, gratuliere. Als nächstes darf ich bitten den Ulrich Jone. Uli, auch dir möchte ich die Ehrennadel des Schützenkreises Rödermulde in Silber überreichen. Dann möchte ich bitten, den Gerald Bauer zu mir. Gerald, auch du warst einer dieser fleißigen Aktiven und ich gratuliere dir zur Ehrennadel in Silber des Schützenkreises Rödermulde. Danke. Ja. Nächste zu Ehrende, der wird von einiger Entfernung zuschauen oder zuhören oder was auch immer. Dafür habe ich einen Assistenten. Der liegt im Krankenhaus, wie ihr alle wisst, da haben sie euch im Weige. Und den werden wir dann, wenn er wieder da ist, diese Ehrennadel überreichen. Und noch jemanden möchte ich ehren, der immer im Stillen, aber immer im Fleißigen arbeitet, sei es in dem Schießwagen oder sei es bei der Meisterschaft oder sei es als Schießportleiter, wie auch immer. Er hält sich immer im Hintergrund und arbeitet aber sehr viel. Sigmar Müller. Sigmar, auch hier möchte ich die Ehrennadel in Silber überreichen. Und nun in meiner nächsten Funktion als Mitglied des Gesamtvorstandes des Sächsischen Schützenbundes darf ich Herrn Jens Ziller zu mir bitten. Jens, es freut mich, dass ich dir im Auftrag des Sächsischen Schützenbundes die Ehrennadel des Sächsischen Schützenbundes in Bronze überreichen darf. Gratuliere dir dazu. Dankeschön, länger halte ich euch schon nicht mehr auf. Viel Spaß! Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte mich außerhalb des offiziellen Programms ganz persönlich an Alois Langwieser vom Schützenverein Sager 1888 e.V. wenden. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, unser Bedauern zum Ausdruck zu bringen, da wir das erstens durch die Zeitung erfahren haben, zweitens durch den Buschfunk und der Schützenverein Gröditz, dem ich angehöre, kann zwar nicht die Welt retten, aber wir haben 200 Euro gesammelt für einen winzig kleinen Teil deines Vereinshausdaches, weil wir wissen,
dass dieses Vereinshaus nicht nur ein Haus ist, wo man trocken sitzt, wo man vielleicht mal quatschen kann, sondern es beherbergt natürlich auch die Seele der Schützen, da man dort zusammenkommt, um nicht nur Löcher in Scheiben zu produzieren, sondern ganz einfach, es ist ein Gebäude, wo man dem anderen auch nicht erklären muss, warum man hier ist, wo man unter Gleichgesinnten ist. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für einen Verein, einen Schützenverein ganz besonders. Und deshalb möchte ich dir 200 Euro von unserem Schützenverein überreichen. Ich bitte dich mal nach vorne zu kommen. Hallo! Dankeschön nochmal an den Schützenverein in Grödis. Dankeschön. Nochmal kurz eine Rede, bevor meine Blinden, sonst hätten sie keine Brille öfter, das Schützenfest eröffnet. Bei allen Sponsoren und allen, die zu dem Fest beitragen, ob mit Geld oder Arbeit oder Sachenreisen, recht herzlich danken. Ohne diese Leute würde das alles nicht existieren, auch bei uns oder in anderen Vereinen. Allen recht vielen Dank und dann allen viel Spaß und viel Erfolg beim Podium. Eröffnet und euch schauen, wie die Blinden doch so drängen lassen.